Wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr könnt schon im Titel erkennen, nämlich geht es heute um Uhren. Und nur vorweg, ich will damit nicht irgendwie flexen. Es ist einfach eine Video-Idee. Und warum ich das Ganze überhaupt eigentlich mache, ist einfach aus dem Grund, weil mich das in letzter Zeit ziemlich beschäftigt, also Uhrentechnik. Und ich möchte auch mir da eine Uhr kaufen, aber das hat mit diesem Video nichts zu tun. Das ist eigentlich nur sozusagen die Vorgeschichte und im Nachhinein kommt dann der nächste Teil. Ja. Und ich würde sagen, starten wir direkt mit dieser Uhr, die ich hier gerade anhabe. Nämlich ist das hier eine ganz simple Uhr. Wenn ich die noch abbekommen würde, dann wäre das auch schön. Leute, schaffe ich es? Ich bin 12 Jahre alt. Mal schauen und ja, ich habe es geschafft, endlich. Ihr seht schon, das ist ein bisschen nervig. Und nämlich sieht diese Uhr so aus. Hat ein blaues Ziffernblatt und rundherum ist sie silbern mit einer kleinen Krone da. Ja, was auch immer das sieht. Auf jeden Fall, das da draußen, weiß nicht, was das genau für Material ist. Ob es echtes Leder ist, ich glaube hinterher nicht, eher nicht. Ich denke eher, dass Kunstleder ist. Auf der Rückseite befindet sich halt so Angaben. Ist ja wasserdicht, also aber nur 3 Bar, also 30 Meter. Ich kann 30 Meter ins Meer fahren, passiert nichts. Unter 30 Meter überlebt sie den Wasserdruck nicht mehr. Und dann, puff, ist sie dort. Seht ihr, bei mir könnt ihr sogar noch etwas lernen. Und ja, kommen wir direkt zur nächsten Uhr und starten wir mit, kommen wir mal zu dieser hier. Das hier ist einfach eine grüne Swatch-Uhr oder wie man es auch gerne sagt, S-Watch. Mit einem ganz, ich finde das Zifferblatt sehr, sehr schön. Wäre es nicht in der Farbe, würde ich sie sogar übelst fallen. Aber ich mag halt die Farbe nicht so gerne. Also ist sehr schön, auch das Ziffernblatt sehr gut angefertigt. Hier auch noch dieses Kreisteil, das man drehen kann. Habe ich gewonnen an so einer Messe und die kostet glaube ich 100 Franken und ich habe die einfach mal so gewonnen. Und ja, kommen wir direkt eigentlich zum Partner von der, kann man sagen. Nämlich, ihr seht schon, ist eigentlich fast das gleiche Modell. Einfach so eine Schweizer Version. Wegen der EM. Weil, ja, wegen der EM hat man da einfach diese Uhr entworfen. Und hat dann das halt auch produziert und ja, ist cool. Und was hier besonders praktisch ist, hier muss man richtig fein drücken. Also bei den normalen Uhren muss man eben so. Und das funktioniert dann irgendwie nie richtig. Und ich bin sowieso zu blöd für das normalerweise. Und ja, das eigentlich kann man eine sehr ähnliche Uhr wie die andere. So, jetzt ein bisschen Abwechslung. Kommen wir zu einer silberschwarzen Uhr, die sieht so aus, hat so ein Ziffernblatt, ist auch 3 Bar wasserresistent, ist sehr schön, ist mir ein bisschen zu groß, ich muss die noch enger stellen, aber ich habe das einfach noch nicht gemacht und ja, die ist ganz nice. Ob die jetzt so Top-Quality ist, weiß ich nicht. War ziemlich günstig, aber ja. Es ist eine Uhr. Fertig, Schluss.
Und kommen wir jetzt mal zu etwas ganz, ganz anderes. Nämlich hier so also eine kleine Uhr. Das ist eine Tissot. Sieht man hier auch hinten. Tissot ist eine, schon eine etwas teurere Marke. Also an Uhren. Jetzt längst nicht so teuer wie Rolex. Aber geht zum Teil auch schon. Manchmal aber auch nur selten in den. Wie viel? Der vierstelligen Bereich. Also liegt meistens auch teuer an. Aber die ist jetzt auch schon ziemlich alt. Darum weiß ich jetzt nicht, ob die früher auch schon so teuer war. Ja, und die läuft sogar noch. Das ist ein Wunder, würde ich sagen. Weil ich habe ein paar Uhren, die laufen einfach nicht mehr. Und die ist sogar fast richtig gestellt. Aber ja. Kommen wir zu einer Uhr, die ziemlich speziell aussieht. Nämlich einfach ganz schwarz, normal, alles easy peasy. Und dann hier so ein Auto vorne drauf. Ein Feuerwehrwagen vorne drauf. Die müsste auch mal wieder neue Batterien haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier irgendjemand gerade Brandstiftung macht, weil mein Raum ist voll vernebelt. Und glaub mir, es ist das Schlimmste, mit Nebel aufzunehmen. Auch würde ich sagen, kommen wir zur nächsten. Und nämlich ist es diese hier, die habe ich in so einem Military Survival Überlebset bekommen. Habe ich irgendwie mal zum 10. Geburtstag bekommen. Ja, ist ganz nice gewesen. Heute würde ich die persönlich nicht mehr tragen, weil es mir einfach zu kindisch. Und auch wieder so ein fast gleichartig ist diese Harry Potter Uhr, weil ich feiere Harry Potter, tat es früher mega, inzwischen ziehe ich mich ein bisschen davon zurück. Ja. Aber sehen sich ziemlich, ziemlich ähnlich, auch vom Aufbau und so. Ja. Und ich würde sagen, das ist auch schon mit dem ersten Teil. Und vielleicht wird es auch noch einen zweiten Teil geben, weil ich werde mir sowieso noch eine Uhr kaufen werden, die auf die ich mich halt auch sehr freue, die aber auch ein bisschen teurer ist als das, weil die meisten dieser Uhren sind ziemlich, ziemlich günstig gewesen für Uhren. Und ich würde sagen, das war's auch mit dem Video und ciao, Leute.